Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Guild Wars 2, die Legende von Levas Kisan. Mit mir, eurem Levas. Und ja, jetzt können wir uns entscheiden, Angriff oder Hinterhalt. Und ich bin ganz ehrlich, Hochlegion haben Spione unter den Abtrünnigen. Wir könnten Ajax klägliches Lager finden und ihre kleinen Lumpenarmee zermalmen. Oder Gipfelspiel gut verteidigen und wir könnten verschwanden, aber keine Chance uns schlagen. Komm. Wir begeben uns zum Lager der Angriff. Und greifen Angriff. Mit allen Kräften an, die wir aufbieten können. Angriff Gute ist Entscheidung. Angriff ist die beste die Verteidigung. So, unten Level Up. Wir haben edles Wiederverwertungskit bekommen. Ich glaube, das ist für Dings, ne? Normal für die Verwertung, genau. Alle benutzen. Hier habe ich jetzt einen. Ups, falsche Taste. Ein Item. Das würde ich sogar irgendwo einbauen wollen. Komm, ab auf die Waffe. Dann haben wir Kraft und Vitalität nochmal gesteigert. Ja, komm. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zerstören, ja. Verwenden, zerstören, ja. So. Dann. Ah, schon wieder die komische Gestalt. So, dann wollen wir mal zum Lager. Das Lager befindet sich wo? Da oben. Ach, das Lager ist es. Da ist aber, glaube ich, gerade auch ein Event. Ein Boss-Event, wenn ich es richtig gesehen habe. Bin ich ja mal gespannt. Weil, so wie ich das da sehe, besiege eine seltene Kreatur. Ich glaube, da muss ich. Ne? Ich glaube mal. Oh, da wird schon auch schon gekämpft. Ist die jetzt schon down oder? Ja, die ist schon down. War so ein riesiger Verschlinger. Schade. Schade, schade. Da hätte ich gerne mitgemacht. Okay. Ab in die Questors Belagerung. Da seid ihr ja. Ich dachte schon, ihr haltet irgendwo ein Nickerchen. Ich doch nicht. Also wirklich. Um Himmels... Rekrut, redet ihr mit dieser Frau? Sie ist ja sturer als eine Ziegenschamanin. Vorgal, das sind Abtrünnige. Sie sind eine widerspenstige Meute und sie sitzen in einer Höhle mit nur einem Ausgang fest. Wenn ihr ernsthaft denkt, dass das ein Kampf wird, solltet ihr vielleicht in den Ruhestand gehen, alter Mann. Vorsicht, Soldatin, euch gebe ich gleich, alter Mann. Das sind Char und sie wissen, dass wir kommen. Sie haben eine gut zu verteidigende Stellung gewählt und hatten Zeit, sie auszubauen. Wenn ihr da einfach reinmarschiert, seid ihr tot. Ein weiser Mann hat mal gesagt, es gibt eine Zeit für Strategie und eine Zeit, in der man die Tür eintritt. Ich an eurer Stelle würde auf ihn hören. Ihr scheint ja schnell zu lernen. Gut. Nun hört mal zu, Feldwebel. Wir werden als Einheit zusammenbleiben, damit man uns nicht einzeln ausschaltet. Wir rücken langsam und behutsam vor und halten nach unerwartetem Ausschau. Rekrut, ihr macht die Vorhut. Sagt mir, wenn ihr abmarschbereit seid. Ja, bin ich. Ich bin direkt hinter euch. Let it go, let it go. Feind in Sicht. War klar. Kanonen. Ist richtig. Sie haben Kanonen.
Los, greift an! Vorwärts! Ab auf die Kanonen! Damit. So, damit sind auf jeden Fall schon mal die Kanonen weg. So. Dann kommt mal her, ja. Irgendwo ist eine Kanone. Oder ein Mörser oder so. Na, da oben ist jemand. Wo wird dann hier angegriffen? Von hier oben? Ach, von da oben. Diese Soldaten leben oder sterben durch euer Laut. Denkt daran, Soldaten sterben Kopf. Zack. So. Schnell mal den. Gott. Ja. Ich werde euch rächen. Das ist der Ajax-Heini. Zack. Batz. Eure Schläge sind schwach. Los, holt euch. Oh Gott, Leute. Feigling, der im Kampf nicht mal sein eigenes Blut. Geprügelte Hunde. Ich werde mich niemals beugen. Batz. So. Dann halt so. Wenn er nicht hören will, muss er fühlen. Ihr hattet recht, Kriegsmeister. Die Abtrünnigen waren auf uns vorbereitet. Nein, die dachten bloß, sie wären vorbereitet. Gegen die Wachsamen hatten sie keine Chance. Ich verstehe die Abtrünnigen nicht. Wie kann man sich nur gegen den Frieden in Tyria stemmen? Da draußen lauern die Drachen. Uneinigkeit können wir uns nicht leisten. Manche Leute sind sehr kurzsichtig. Gut, dass wir nicht so sind. Der Vertrag wird uns gegen Saitan helfen. Verlasst euch drauf. Ihr habt euch bewährt. Ihr lernt schnell, passt euch an. Und ihr wisst, wann man das Eisen schmieden muss. Ich war nicht sicher, ob ich euch mochte am Anfang. Almora hatte mich genötigt, euch anzunehmen. Sagte, ihr wäret was Besonderes. Und verdammt nochmal, ihr habt bewiesen, dass sie recht hatte. Ihr seid tatsächlich nicht wie diese anderen Jungspunde im Orden. Ich befördere euch im Feld zum Recken. Aber dass euch das nicht zu Kopf steigt. Wird es nicht, alter Mann. Und danke. War mir eine Ehre, mit euch zu arbeiten. Alter Mann, wie? Werdet bloß nicht übermütig. Genau, alter Mann. Ja, schön. So, kein Mann bleibt zurück. Oh, Entschuldigung, keine Frau. Keine Frau bleibt zurück. Hat er eben nicht gesehen, dass das eine Frau ist. So. Schönes Ding. Alle wach? Ja. Gut. Abmarsch. Abmarsch. Wo müssen wir denn schönes hin? Wir müssen... Ach, wieder nach Görterfeld. Nee, hä? Okay. Nochmal kurz. Das Ding geht dran. Das sind Verräter an unserem Volk.
aber es sind dennoch Char. Wir töten ihre Anführer und zermalmen diesen Aufstand. Ihr kennt eure Rolle hier. Keine Ahnung. Gehen wir durch das Portal da. Da. Trifft Fergal in der Festung der Wachsamen. Die war doch über über Löwenherz, oder nicht? Doch bloß jetzt nach Götterfels, nach Dings. Ja, nach Götterfels. Nein. Ich werde das bestimmt nicht über Götterfels machen. Das lief doch. Moment. Glaube ich, irgendwo hier. Hier war das, glaube ich. Ich habe nämlich keinen Bock jetzt, hä? Götterfels, hä? Das. Ah ne, da oben. Okay. Dann halt zum Händlerforum. So. Und dann darüber. Ja, Slow Motion. Beibringen kann ich dir vieles. Ob's, naja, hilfreich ist, ist eine andere Sache. So, hab. Wieso komme ich zu den Gendarenfelder raus? Was soll ich denn bei den Gendarenfeldern? Hä? Da hinten. Gott. Wartet. Dann reise ich doch mal schnell nach Dings. Götterfels. Damit es halt schneller läuft. Da. Ach Gott. Ich hasse dieses ganze Geporte hier. Ist doch das nach Dings. Wenn wir die sympathische Resonanz erhöhen, könnten wir vielleicht die Leistung steigern. Das ist doch das nach Löwenstein. Hä? Ich kenne euch. Das muss ich jetzt nicht ganz verstehen, ne? Im Grunde bin ich jetzt im Kreis gelaufen. Gott. Warte mal. Da müsste ich doch eigentlich auch schon irgendwie einen Punkt haben. Nee, komm. Ich glaube, so wird es doch schneller gehen, als wenn ich mich irgendwo hin porte. Ach Gott, ich hasse dieses. Dieses ist immer so verwirrend hier manchmal. Gerade jetzt am Anfang, wo man noch nicht jeden Wegpunkt und so freigeschaltet hat, ist das immer so nervig, wenn man denkt so, hä, wo muss ich denn jetzt, wie muss ich da jetzt vorgehen und so. Nein, ich werde jetzt keine Aufgabe für euch machen. Denn ich muss jetzt erstmal hier zu der Feste der Wachsamen. Denn sonst habe ich das Problem, dass ich einen Anschiss von meinem Vorgesetzten bekomme. Ein verdächtiges Fass. Oha. Das Fass sieht sehr verdächtig aus. Es ist rund. Das ist in Fassform. Das ist verdächtig. So, gehen wir mal hier über die Brücke. Über die Brücke. Zeit, einen neuen Weg zu gehen. Kopfgeld sie. Holt man sich hier die Kopfgelder? Haha. Neustrandklippen entdeckt.
Projektor, Kanon, Feuerspucker und Nee. Moin. Lol. Moment. Dass die einen in Ruhe lassen. Ist ja strange. Keine Ahnung, warum die mich jetzt in Ruhe gelassen haben. Also noch bin ich im Game. Sollte ich zumindest. Ja. Okay. Hätte ja vielleicht sein können, dass Internetverbindung plötzlich weg ist. Weil ich habe momentan immer das Problem, dass mein Kabel, also mein LAN-Kabel hier, was hinten im Steckplatz vom PC steckt, dass das irgendwie immer wieder rausrutscht. Und dieser kleine Knüpsel, der da das ja eigentlich immer festhalten soll, tut's nicht. Der geht im Grunde nicht in diesen Dings rein. Taktiker. Tiktaka. So. Rückkehr der Recken. Oh. Sieht schick hier aus. Sehr gut gemacht. Ihr habt den Vertrag zwischen Kryta und der Eisenlegion gerettet. Ich hoffe, sie bringen einen dauerhaften Frieden zustande, General. Wir können die Drachen nur besiegen, wenn beide Nationen an einem Strang ziehen. General, darf ich euch eine Frage stellen? Ajax Ambosbrand, er war euer Sohn, ist das richtig? Haltet euch zurück, das geht euch gar nicht so... Nein, Kriegsmeister. Ich werde die Frage beantworten. Nach allem, was ihr durchgemacht habt, ist die Frage berechtigt. Ajax war mein Sohn. Wie es bei uns Sitte ist, habe ich ihn nicht selbst großgezogen. Ich ließ ihn im Pharar. Und er fand mich, als mein Trupp von einem Drachen getötet wurde. Ich versuchte ihm zu erklären, weshalb ich die Wachsamen gegründet hatte. Aber er meinte, das sei nur Zeitverschwendung. Welche Gefahr die Drachen sind, hat er nie verstanden. Wie so viele in den Legionen, interessierte Ajax sich nur für die Belange der Char. Ich traure um meinen Sohn, aber ich blicke nach vorn. Mein Beileid zu eurem Verlust, General. Aber eure Opfer haben Tyria sicherer gemacht. Danke. Ich stimme euch zu. General Seelenhüter, ich möchte euch bitten, mir den Recken permanent als Partner zuzuweisen. Welche Überraschung, Forgal. Habt ihr euch in ihn verknallt? Ich habe keine Zeit, jemand anderen anzulernen. Na schön, ich geb's zu. Wir sind ein gutes Team. Also gut, dann sei es so. Recke, ich habe Forgal über die Möglichkeiten eurer nächsten Missionen instruiert. Sprecht mit ihm und trefft eure Wahl. Ja. Das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge machen, denn diese Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Und dann schauen wir mal, was unser nächster Auftrag so ist, ne? Also, tschüss, ciao, euer Levos Kisan.